Für eine Kurzintervention hat das Wort Kollege Arnold. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Kollege Schmidt, Sie haben mich angesprochen, und ich möchte mit Bezug auf das, was Sie gesagt haben zur Netto-Neuverschuldung, hier etwas gerade rücken. Ich habe hier eine Aufstellung, die diese Zahlen zeigt. Zum einen die Netto-Kreditaufnahme in den Haushaltsjahren und dagegen die Beiträge des Landes Hessen zum Länderfinanzausgleich. Hier ist eine Aufstellung aus den Jahren 1991 und 1998, also im Wesentlichen geprägt durch die SPD-Finanzminister Welthecke und Staatssacher. Dort haben wir eine Netto-Kreditaufnahme von rund 8,3 Milliarden € und in dem gleichen Zeitraum eine Zahlung des Länderfinanzausgleiches von 9,7 Milliarden €. Jetzt kommt die Zeit ab 1999 bis heute, in der die CDU mit Regierungsverantwortung getragen hat und in den Finanzministern Weimar und Dr. Schäfer auch die Verantwortung im Haushaltsbereich. Hier vermeldet diese Aufstellung eine Zahl für die Netto-Kreditaufnahme von knapp 21 Milliarden €, aber im gleichen Zeitraum ein Beitrag von Hessen für den Länderfinanzausgleich von 36,6 Milliarden €. Darlehensfinanziert, aber wenn wir diese hohen Beträge im Länderfinanzausgleich nicht gehabt hätten, hätten wir nicht nur nicht diese Netto-Kreditaufnahme gehabt, wir hätten unsere Schulden noch abbauen können. Das ist zwar jetzt geändert worden, aber das ist mit ein klarer Beitrag dafür, warum unsere jetzige Schuldenstand und die Belastung so ist, wie er ist. Das gehört mit zur Wahrheit. Das möchte ich hier an dieser Stelle noch einmal deutlich sagen. Vielen Dank. Kollege Schmidt zur Erwiderung. Ja, es ist sehr interessant, meine Damen und Herren, diese Zahlen eines Länderfinanzausgleichs, die ein Ministerpräsident Koch verankert hat und auch damals verhandelt hat und für die er sich hier hat zusammen mit Herrn Weimar feiern lassen. Also die Zahlen, die Sie zubringen, ist das Ergebnis, meine Damen und Herren, Ihrer Politik. Und Sie müssen eins natürlich bei diesen Zahlen, Sie müssen an diesem Punkt natürlich eins noch einmal berücksichtigen, gleich noch einmal was zu der Kreditaufnahme. Sie müssen an diesen Zahlen eins berücksichtigen, dass wir natürlich ein Ereignis dazwischen hatten, nämlich die deutsche Einheit, die ganz, natürlich in ganz erheblichem Maße die Finanzbeziehungen, der Länder auseinandergebracht hat. Ich glaube, am Ende ist nicht die Frage entscheidend, Länderfinanzausgleich in dem Verhältnis zur Netto-Kreditaufnahme zu setzen, sondern die Leistungsfähigkeit eines Landes. Und da müssen wir eines feststellen, dass mit der Regierungsaufnahme der CDU im Jahre 1999 die Entwicklung des Wirtschaftswachstums in Hessen nicht mehr in dem gleichen Maße, und das drückt sich dann natürlich auch in diesen Zahlen aus, warum man so hohe Defizite am Ende fahren musste, dass die Wirtschaftsentwicklung des Landes Hessen seit 1999 längst nicht mehr die Dynamik hatte, wie es noch zu rot-grünen Zeiten hatten. Und Sie sollten darüber nachdenken, das fordere ich auch immer von der VAU an, die immer sozusagen super Erklärungen für die Landesregierung unternehmen, wie toll alles läuft. Wir müssen darüber nachdenken, wie Hessen seine eigentlich super Stellung, pro Einwohner sind wir immer noch längst das stärkste Land, wie wir in Hessen unsere Spitzenstellung auch bei der Dynamik erhalten. Und das sehe ich sozusagen wieder wirtschaftspolitisch irgendwelche Instrumente. Und das hat finanzpolitisch Auswirkungen. Und das finanzpolitisch hat es die Auswirkung gehabt, in der Tat, dass die Nettokreditaufnahme in diesen Jahren im Vergleich zu den Leistungen zum Länderfinanzausgleich steigen musste, weil wir gar nicht mehr auf diese Einnahmebasis hatten, die es auch in anderen Ländern Kollege Schmidt, Sie müssen zum Schluss kommen. Durch die Dynamik halten. Also das ist, glaube ich, dieser Vergleich ist eine billige Ausrede, um sich vor der eigenen Verantwortung und den eigenen selbstverhandelnden Länderfinanzausgleich zu drücken, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Van Ooyen, DIE LINKE. So, jetzt hat Herr Van Ooyen das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Angesichts der sehr positiven Einnahmeentwicklung war es abzusehen, dass die Regierungskoalition sich in dieser Woche ausführlich
mit diesem Thema beschäftigen würde. Denn sie instrumentalisieren beständig und ungebührlich jedwede positive Entwicklung in Hessen, um sich selbst zu loben. Insofern ist dieser Setzpunkt zur schwarzen Null keine Überraschung. Dass Sie sicher aber mittlerweile selbst nicht mehr mit Ihren Anträgen wirklich ernst auseinandersetzen, sieht man aber schon am ersten Satz Ihres Antrags, den Sie auch noch zitiert haben, Herr Arnold, der da lautet, eine generationsgerechte und nachhaltige Finanzwirtschaft ist das Fundament jeder Politik. Das ist eine sehr schöne freudsche Stilblüte, die Sie jetzt hier vorgebracht haben. Denn es kann ja sein, dass Sie die Finanzwirtschaft mit Zockerbuden und Spekulationsgeschäften das Fundament Ihrer Politik nennen. Passen würde, wie gesagt, das schon. Ich bin aber sicher, dass Sie etwas ganz anderes gemeint haben und in diesem Antrag vielleicht Finanzpolitik beschreiben wollten. Vielleicht sollte die Koalition das nächste Mal die Kollegin Arnold bitten, diesen Antrag Korrektur zu lesen. Ihr fallen solche Kleinigkeiten eigentlich immer auf. Ich habe auch die Ich habe die Presseerklärung zur Kenntnis genommen. Möglicherweise hat die Presseabteilung kein Bild von Ihnen und hat deshalb Ihre Presseerklärung anders untertitelt. Das fand ich auch einen eigenartigen Vorgang. Kommen wir aber zum inhaltlichen Teil. Und da wird es nach einiger Rhetorik erst am Ende des ersten Absatzes interessant. Denn dort. Na ja, das fällt einem dann auch auf. Alter Lehrer, wer fällt das? Sie müssen sich bei der Presseabteilung mal durchsetzen, Herr Boddenberg. Denn dort lassen Sie sich dann noch dazu herab, den Beschäftigten im öffentlichen Dienst mit einem verbal feuchten Händedruck Dank zu sagen. Auch wenn Sie vielleicht etwas deutlicher werden könnten mit Ihrem Antrag. Es liest sich aber natürlich nicht so schön und wäre zu offensichtlich, wenn da etwas stehen würde, dass bei den Beamtinnen und Beamten, die in Hessen länger arbeiten müssen, dass ihnen die Beihilfe gekürzt wurde und sie von der allgemeinen Lohnentwicklung abgekoppelt werden. Denn genau das ist es, wofür Sie sich in einem mageren Satz bedanken. Davon bezahlt sich aber im Ballungsraum eben keine Miete leichter, die Fahrtkosten sinken nicht und die Attraktivität einer Beschäftigung im öffentlichen Dienst steigt nicht dadurch, dass die schwarz-grüne Koalition sich bei den Beschäftigten bedankt. Vielleicht wäre es angebracht, anstelle der formellen und unaufrichtigen Danksagung die Forderung der Gewerkschaften in der aktuellen Tarifauseinandersetzung zu erfüllen, statt mit vollen Kassen, aber ohne eigenes Angebot bei den Verhandlungen aufzuschlagen. Wenn Sie sich dann noch selbst dafür loben, dass der eingeführte Konsolidierungsrahmen jetzt greife, dann muss man schon deutlich sagen, dass die vor allem darin bestehen, bei anderen zu kürzen und die Kommunen möglichst kurz zu halten. Was dem Land eigentlich einen ausgeglichenen Haushalt beschert, sind ja vor allem höhere Steuereinnahmen. Diese und insbesondere die höheren Einnahmen bei der Erbschaftssteuer sind nicht aufgrund herausragender Kompetenz der Landesregierung zustande gekommen, sondern sie beruhen auf der Tatsache, dass Hessen allein bei der Erbschaftssteuer 2016 460 Millionen € höhere Einnahmen hatte als noch 2015, wohlgemerkt bei der Erbschaftssteuer. Ich hoffe, dass die Landesregierung damit nichts zu tun hat, dass einige besonders wohlhabende Menschen in Hessen verstorben sind. Wo Sie aber sehr Verantwortung bei der Erbschaftssteuer tragen, ist dort, wo Milliardenvermögen auch in den nächsten Jahren teilweise steuerfrei vererbt oder verschenkt werden. Denn hier haben Sie sich im Bundesrat und auf eine verfassungswidrige Neuregelung eingelassen, die auf Jahre hin reiche Erben von einer angemessenen Besteuerung bewahrt. Dabei wäre genau das notwendig, um die Investitionen in öffentliche Infrastruktur, in den Kita-Ausbau oder in Krankenhäuser zu erhöhen. Von fehlenden Investitionen schreiben Sie im Antrag natürlich nichts. Wenn Sie von einer generationsgerechten und nachhaltigen Finanzpolitik reden,
dann meinen Sie damit vor allem unterlassene Investitionen und eine verrottende Infrastruktur, die Sie den nachfolgenden Generationen hinterlassen wollen. Das ist die aktuell hier in Hessen. Das bezieht sich auf die Reinvestitionspolitik. Allein 200 Millionen € weniger für Investitionen hat diese Landesregierung im letzten Jahr ausgegeben. Allein 200 Millionen €. Es wurde also die ohnehin viel zu niedrig geplanten Investitionsausgaben im Haushaltsvollzug, hören Sie zu, im Haushaltsvollzug wieder deutlich unterschritten. Und gleichzeitig wurde der dreistellige Millionenbetrag für Rücklagen, wurden in Rücklagen gesteckt. Und das ist die Schuldenbremse in Reinform. Insofern haben die Anträge von FDP und SPD für einen Nachtragshaushalt sicher ihren Sinn, weil es ist eine demokratische Kultur, darüber im Parlament zu entscheiden, was mit diesen Geldern passiert, und nicht sie aus den Rücklagen zu bedienen. In einer historisch niedrigen Niedrigzinsphase Investitionen zu unterlassen, Rücklagen bilden und dann auch noch zu behaupten, das sei generationengerechte Finanzpolitik, das kann nicht wahr sein. Es fällt auch in Ihrem Antrag auf, dass Sie zwar einen Teil der Rücklagen erwähnen, die Sie nach den gesetzlichen Bestimmungen bilden müssen, einen anderen Teil erwähnen Sie aber nicht, nämlich 380 Millionen €, die Sie in Rücklagen in den Ministerien verstecken. Da wäre es vielleicht einmal angemessen, dem Haushaltsgesetzgeber deutlich zu machen, wofür die Landesregierung dieses Geld tatsächlich verwenden will, um nicht sozusagen eine Kriegskasse für die nächsten Wahlen zu bilden. Etwa, ob Sie vorhaben, Wohnungen zu bauen, Straßen zu sanieren, Kitas gebührenfrei zu machen und Krankenhäuser zu sanieren. Davon aber kein Wort. Stattdessen hört man von Ihnen immer nur die hohle Phrase der Generationengerechtigkeit. Was aber soll daran gerecht sein, wenn Sie heute die Investitionen unterlassen, die zukünftig den Menschen ein gutes Leben ermöglichen? Diese Art der Politik gefährdet und beeinträchtigt gleichzeitig massiv unsere Gegenwart und kann somit auch die Zukunft für künftiger Generationen grundlegend verbauen, indem sie ihnen heute die Leistungen der öffentlichen Hand vorenthalten, die sie dringend brauchen. Wo bleibt die Logik? Wenn man in vielen Orten in Hessen die Schulen sucht, braucht man oft nur das heruntergekommenste Gebäude zu suchen oder nach Containern Ausschau zu halten. Aber die Landesregierung feiert die schwarze Null. Darüber, dass die öffentlichen Kassen und gerade viele Kommunen dauerhaft strukturell unterfinanziert sind, täuscht die aktuelle Entwicklung der Einnahmen nur zeitweise hinweg. Deshalb ist es an der Zeit, endlich aufzuhören, verdrehte Gerechtigkeitsbegriffe in die Welt zu setzen. Stattdessen setzen Sie sich endlich für ein gerechtes Steuersystem ein. Hier müsste die Landesregierung ansetzen. Das wäre dann aber auch eine Landesregierung, deren Politik ihr Fundament sicher nicht in der Finanzwirtschaft sieht, sondern in einer demokratischen und solidarischen Gesellschaft. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Kaufmann, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Trotz gerade gehörter mehrerer krauser Reden, für mich ist ein guter Tag heute, und nicht nur in finanzpolitischer Hinsicht. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie es gespürt haben, der Frühling kommt. Heute Morgen um 4:30 Vogelgezwitscher ist mir zum ersten Mal dieses Jahr aufgefallen. Zweiter guter Punkt des Tages, der Finanzminister hat heute Geburtstag. Auch das kann den Tag nur gut machen. Und der dritte Grund meiner Zufriedenheit ist, wir würdigen heute die Tatsache, dass wir dabei sind, eine Ära zunehmender Düsternis am fiskalischen Horizont jetzt zu beenden. Mit dem Jahr 2016 haben wir es nicht nur erstmals seit 48 Jahren geschafft, keine Schulden aufzunehmen, sondern sogar welche zurückzuzahlen. Das, was ja
von Vorrednern auch ansatzweise gefordert wurde. Und, meine Damen und Herren, da muss man sich nicht selber loben, sondern da kann man einfach mal froh sein, dass wir tatsächlich in eine Phase nachhaltiger Finanzpolitik einen wesentlichen Schritt vorwärts gemacht haben. Und wir freuen uns auch darüber, dass diese Konsolidierungsbemühungen, so wie wir sie in unserem Koalitionsvertrag, der im Ende des Jahres 2013 niedergeschrieben wurde, festgehalten haben, dass wir die umsetzen konnten. Dafür sind wir, wie Sie alle wissen, sehr stark kritisiert worden, dass wir aber damit am Ende einen Erfolg hatten. Das ist also so ähnlich wie die Wintersonnenwende. Der fiskalische Alltag hält sich auf, und deswegen finde ich, es ist auch Grund zum Feiern. Und wenn man gerade an Wintersonnenwende und Feiern denkt, da fällt einem natürlich Weihnachten ein. Und dann ist es wie in Weihnachten in der Familie. Da sind auch immer jede Menge Muffelköppe dabei, wenn man die Familie versammelt. Wir haben sie alle gerade gehört. Ich lasse mir auf jeden Fall meine Freude über den Erfolg, über den wir jetzt gerade sprechen, nicht nehmen. Ich sage eher, seid stolz an alle hier, denn es ist unser gemeinsamer Erfolg, und der Erfolg ist speziell auch. Und deswegen ist das alles andere als falsch, auch der Erfolg der Bediensteten des Landes Hessen, die natürlich beigetragen haben, durch unsere Politik gesteuert, die beigetragen haben, um die Konsolidierung erfolgreich zu gestalten. Da war, das ist ja gar keine Frage, auch Verzicht dabei. Aber, meine Damen und Herren, das habe ich immer auch in Diskussionen mit den Gewerkschaften und Vertretern des Beamtenbundes klar gesagt, wenn man auch auf Bayern immer verwiesen hat, das geschieht ja gerne, habe ich gesagt, richtig. Zunächst müssen wir unsere Handlungsfähigkeit wiedergewinnen, so wie die Bayern sie schon lange haben. Und dann kann man darüber reden, dass alle auch von dieser Handlungsfähigkeit profitieren können. Meine Damen und Herren, und das, was wir gerade erörtern, ist doch genau der Fakt, dass wir nach den Daten zumindest belegt, unsere Handlungsfähigkeit wiedergewonnen haben. Und deswegen sollten wir sie auch nicht gleich wieder verspielen, sage ich zu meinen verehrten Vorrednern. Wir wollen sie vielmehr nutzen und damit auch zeigen, dass die Anstrengungen, ich sprach es an, sich auch gelohnt haben. Die Anstrengungen waren groß, es war gewiss kein Zuckerschlecken. Und wir zumindest haben auch viele böse Worte hören müssen. Aber mir geht so ein bisschen, wie man in der Bibel bei Moses nachlesen kann, nach über 40 Jahren durch die Wüste sozusagen der Schulden haben wir jetzt einen ersten Blick auf das gelobte Land werfen können. Und dann müssen wir natürlich noch viel für tun. Das gelobte Land ist finanzwirtschaftlich das Land, ohne dass neue Schulden gemacht werden. Verehrter Kollege Schmidt, es gab einmal eine Zeit, da war die SPD derselben Meinung, hat nämlich mit uns hier in diesem Landtag für die Schuldenbremse in der Verfassung auch gestimmt. Sie werden sich vielleicht noch dunkel erinnern, dass Sie das jetzt vielleicht nicht mehr so präsent haben. Mag sein. Aber wir können doch nüchtern, ganz nüchtern auch feststellen, die Schuldenbremse wirkt. Es gibt nicht wenige, die damals skeptisch waren. Ich selber gehöre dazu. Aber wir haben jetzt in dem Gesamtpaket und auch insbesondere in einer größeren Klarheit des Bewusstseins, was wir zu tun haben, um das Ziel zu erreichen, haben wir es tatsächlich erreicht. Kein Mensch würde leugnen, dass dabei natürlich auch die Steuereinnahme die Wirtschaftsentwicklung geholfen hat. Ja, wer denn so blöd ist, zu behaupten? Aber erstens ist gerade die Steuereinnahmen auch ein volatiler Genosse. Und man hat deshalb Vorsorge zu treffen, wenn es mal wieder anders wird. Das ist ja, der Kollege Hahn hat es ja auch erwähnt, sozusagen, als, so verstehe ich das, als mit seiner Leistung damals bei der Schöpfung der hessischen Schuldenbremsdefinition, dass wir uns selbst enge Grenzen angelegt haben, dass also die Konjunkturausgleichsrücklage entsprechend zwingend gefüllt werden muss, aber eben genau, um die Vorsorge zu treffen, wegen durchaus volatiler Entwicklungsmöglichkeiten bei der Finanzentwicklung.
Deswegen, meine Damen und Herren, wäre es auch töricht, wenn wir jetzt die mittelfristige Finanzplanung so einfach verlassen würden und sagen, oh ja, jetzt haben wir ja wieder mehr Freiheiten, jetzt können wir sie ja entsprechend auch üppig und dann ganz schnell wieder mehr als eigentlich gut ist nutzen. Bei einem Schuldenstand von aktuell 42 Milliarden € ist ganz sicher, auch mit Blick auf die Zukunft, das Wort Tilgung kein Unwort. Aber es kann auch nicht das Einzige sein, was die Finanzwirtschaft zukünftig bestimmt. Stichwort, wir haben Handlungsfähigkeit, und deswegen muss man auch über anderes nachdenken. Die Koalition wird im Jahre 2017, so wie der Haushalt es sagt, und in den Folgejahren entlang dessen, was wir in der mittelfristigen Finanzplanung notiert haben, weiter agieren. Ich will jetzt einmal einen kurzen Exzerpt zum Thema Rücklagen. Also, erstens ist die ganze Propaganda, Rücklagen wären irgendwelche Sparkassen für irgendwelche Zwecke. Jede Ausgabe, die aus der Rücklage finanziert wird und noch nicht im Haushalt steht, durchläuft dieses Parlament, weil alles im Haushaltsplan steht. Also ist es völliger Unsinn von Ihnen, da würde irgendjemand irgendwelche Wahlgeschenke, die Wahlgeschenke, die Sie so nennen, die Wahlgeschenke, die Sie so nennen, müsste dann dieses Haus ja entsprechend beschließen. Das würden Sie dann schon noch anmerken, wie das aus Ihrer Sicht ist. Meine Damen und Herren, weil wir gerade beim Thema Wahlgeschenke sind, da gibt es den schönen Satz in dem FDP-Antrag. Ich bedanke mich dafür, dass Sie so ausnahmsweise mal Ihre Schuld eingestehen, Kollege Hahn. Unter Nummer 3 steht in der Drucksache der FDP, ich zitiere, der Landtag kritisiert, dass die Landesregierung diese Situation, jetzt kommt's, regelmäßig ausnutzt, um die allgemeine Rücklage als Wahlkampfkasse der Koalition aufzublähen. Also, Herr Kollege Hahn, wir haben noch vor keiner Wahl gestanden als schwarz-grüne Koalition. Sie können also nur, wenn es regelmäßig geschieht, die Vergangenheit meinen. Und insoweit bedanke ich mich dafür, dass Sie ehrlich zugegeben haben, dass das Ihre Intention ist oder zumindest gewesen ist, das entsprechend zu tun. Wenn wir uns die Anträge der beiden, die hier noch vorgelegt haben, FDP und SPD, anschauen, dann ist in der Tat in beiden die Forderung nach einem Nachtragshaushalt. Und es wird Sie nicht wundern, diesen Forderungen werden wir derzeit nicht entsprechen, weil wir keinen Grund haben. Unser Haushalt, so wie wir ihn vorgelegt haben, ist doch eigentlich sehr gut. Und genau an dem arbeiten und genau an diesem Haushalt werden wir uns auch jetzt hier in diesem Jahr entlangarbeiten. Aber, meine Damen und Herren, es ist in den beiden Anträgen ja einiges angesprochen worden, über das man durchaus nachdenken und reden kann. Der Finanzminister hat gestern das erfolgreiche Kommunale Investitionsprogramm 1 vorgestellt. Wir wissen, dass derzeit in Berlin über Mittel des Bundes für Schulinvestitionen, der Kollege Arnold sprach es ja auch schon an, diskutiert wird. Ja, da ist der Gedanke ja nun wirklich nicht fern, dass wir die Mittel des Bundes, auch wenn das denn endgültig beschlossen ist, ausnutzen wollen, um auch hier wieder bei uns auch aus Landessicht beizutragen, dass noch mehr bessere Schulen in Hessen entstehen. Das wäre sozusagen nur jetzt vorab, bevor im Bund sozusagen das endgültig klar ist. Insbesondere, Sie wissen, bei solchen Fragen steckt der Teufel immer im Detail. Wo sind die Grenzen? Wie geht man damit um? Aber dass man da vernünftigerweise nach den guten Erfahrungen aus dem KIP I sozusagen da genauer hinguckt und sich etwas überlegt, ist doch wohl eigentlich sinnvoll. Zumindest bedarf es da nicht des Gemaule der Opposition. Das kriegen wir schon selber hin, keine Sorge. Und das Zweite, wenn ich schon sprach von den Konsolidierungsbeiträgen. Herr Kollege Kaufmann, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Dann ist natürlich auch klar, dass die Konsolidierungsbeiträge im Personalbereich irgendwann ein Ende haben sollen. Und wenn wir Handlungsfähigkeit erreicht haben, dann wird man genau an dieser Stelle auch darüber nachdenken müssen, was zu tun. In diesem Sinne brauchen Sie sich keine Sorgen. Der Haushalt ist in guten Händen bei unserem heutigen Geburtstagskind und bei der Mehrheit durch die Koalition gestellt. Und deswegen werden wir die nachhaltige Haushalts- und Finanzwirtschaft weiter verfolgen und erfolgreich weiter gestalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Affan. Das Wort hat der Finanzminister, Staatsminister Dr. Schäfer.
Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie mir zunächst, dass ich mich sehr herzlich für die vielfältigen Glückwünsche zu meinem heutigen Geburtstag bei Ihnen bedanke und dass Sie mir diese Debatte sozusagen heute zum Geburtstag geschenkt haben. Ich habe sehr aufmerksam zugehört. Früher war es einmal üblich, dass das Geburtstagskind mittags heimgehen durfte. Das hat leider in der Debatte keine Rolle gespielt. Das hätte ich mir vielleicht nächstes Jahr als kleine Anregung an dieser Stelle. Ja, ich bin immer froh, wenn ich selbst nicht mitsingen muss. Alles andere geht. Scheint konsensfähig im Hause zu sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich versucht jeder in einer solchen Debatte, Zahlen so zu interpretieren, dass sie am Ende ein Stück in das politische Korsett eigener Programmatik hineinpassen. Ich glaube, das gehört zu den normalen parlamentarischen Gepflogenheiten, auch im Umgang mit dem Haushalt. Gestatten Sie mir aber, so ein paar Hinweise zu geben, wo ich glaube, dass das mit dem Zahlenakrobatik ein bisschen sehr turbulent durcheinandergegangen ist. Kollege Hahn hat darauf hingewiesen, in der Tat, im Verhältnis zu den ursprünglichen Planungen der Finanzplanung ab 2014 hatten wir in den Jahren 2014, 2015 und 2016 zusammen 5 Milliarden, 5,1 Milliarden bereinigte Eingaben in diesem Zeitraum. So, und jetzt sagt der Kollege Hahn, das sei alles verfrühstückt worden. Ich sage Ihnen, da wäre kein Frühstück bei rausgekommen, ein Frühstück, bei dem noch nicht einmal die Kollegin Wallmann satt geworden wäre. Ich würde es Ihnen jetzt gerade vortragen. Wenn Sie sich die Physiognomie anschauen, haben Sie eine mögliche Vorstellung, wie intensiv die Dame frühstückt. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, aus diesen 5 Milliarden bereinigte Einnahmen mehr das haben wir in den Jahren 2014, 2015 und 2016, und da stand in keiner mittelfristigen Finanzplanung etwa 2,7 Milliarden € für die Aufnahme und Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen aufgewandt in diesem Zeitraum. Da die gesteigerten bereinigten Einnahmen automatisch zu einer Beteiligung der Kommunen führen, dicker Daumen, 23%, ist eine weitere Milliarde, etwas mehr, knapp 1,2 Milliarden weg. Rechnen Sie das zusammen, kommen Sie auf knapp 4 Milliarden. Bleibt also für das Frühstück noch 1 Milliarde übrig. So. Aber aus diesem Frühstück von 1 Milliarde ist aus einem Defizit des Jahres 2016 von 950 Millionen € ein Überschuss von 750 Millionen € geworden. Also, diese Milliarde sind 1,6 Milliarden € geworden. Wir haben am Ende 600 Millionen € eingespart über diese 5 Milliarden € hinaus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist die Wahrheit. So, und dann die übliche Diskussion. Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, ob wir uns wechselseitig einen Gefallen damit tun, dass, wenn irgendetwas läuft, derjenige oder diejenigen, die gerade die Verantwortung in der Politik tragen, aus Sicht eines Teiles des Hauses gerade gar nichts damit zu tun haben. Komme ich noch gleich darauf zurück. Wenn aber dann in der hessischen Finanzverwaltung gleichzeitig 3 Kopierer ausfallen, dann ist es die politische Verantwortung des Ministers. Das war immer schon so. Aber ich gebe einfach einmal zu bedenken, nicht weil ich der Betroffene bin, ich bin ausreichend mit Fell ausgestattet, das kann ich gut ab. Aber tun wir uns in der Politik einen Gefallen damit, sozusagen augenscheinlich, öffentlich, immer wechselseitig zu bekunden, dass, wenn etwas gut läuft, es jedenfalls nichts mit politischen Verdiensten zu tun hat. Laufen wir da nicht Gefahr, dass die Bürgerinnen und Bürger irgendwann einmal denjenigen glauben, die das den ganzen Tag Land auf Land ab behaupten und mit den etablierten Parteien nichts zu tun haben, meine Damen und Herren? Vielleicht sollten wir uns gemeinschaftlich so ein bisschen auf einen Mittelweg beschränken.
dann, wenn mal was schief geht, vielleicht gelegentlich etwas gelassener auf das schauen, was Ursachenanalyse ist, und wenn es dann gut läuft, sich ein bisschen gemeinschaftlich darüber freuen, dass vielleicht Politik in Summe jeder in seiner Rolle auch einen gewissen Beitrag dazu geleistet hat. Ich glaube, dass wir dann für die politische Kultur in diesem Lande beträchtlich mehr leisten würden als mit mancher mit scharfer Klinge geführten Debatte hier im Hause, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kommen wir zu dem Stichwort Rücklage. Bei genauer Betrachtung der Zahlen hat sich an der Rücklage durch den Haushalt 2016 nicht so viel verändert. Wir hatten geplant, eine Rücklagenentnahme von 305 Millionen €, haben diese Rücklage im Laufe des Jahres entnommen, um ihr dann der allgemeinen Rücklage 379 Millionen € zuzuführen. Daraus eine große Wahlkampfkassen-Neuaufbau zu machen, finde ich jedenfalls eine grundsätzlich gewagte These. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, was glauben Sie, was hätten wir hier für eine Debatte gehabt im Hause, wenn wir im Jahr 2016 diese Rücklage nicht gehabt hätten? Denn die Erstattungen des Bundes zu seiner Kostenbeteiligung an der Flüchtlingsunterbringung sind uns in den Tranchen Ende des Jahres sozusagen an Umsatzsteuerpunkten zugeführt worden. Die Aufwendungen dafür hatten wir aber schon im Laufe des ganzen Jahres. Was hätten Sie denn diese Landesregierung, und ich sage zu Recht, gebrandmarkt, wenn wir im Juni des letzten Jahres hergekommen wären, hätten gesagt, wir brauchen einen Nachtragshaushalt, weil wir haben keinerlei Speck mehr auf den Rippen, um in der Lage zu sein, diese Herausforderung, die ja greifbar vor uns stand und steht, zu finanzieren. Dann hätten Sie gesagt, völlig unfähige Landesregierung, dafür Vorsorge zu treffen. Wir hatten Vorsorge getroffen, indem wir diese Rücklage zur Verfügung hatten, um entsprechend damit arbeiten zu können. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, die internationale Situation ist doch nicht einfacher geworden in den letzten Wochen. Das Risiko, dass uns möglicherweise so etwas noch einmal bevorsteht, der Herrgott möge es verhüten, aber es ist doch nicht auszuschließen. Also sind wir doch alle klug beraten, ein paar Reserven zu haben, dass, wenn die Situation eintritt, wir sehr schnell wieder handeln müssen, für was auch immer wir in der Lage sind, jedenfalls das Geld dafür zu haben und nicht aufwendige bürokratische Prozesse initialisieren zu müssen, ehe wir politisch handeln können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist doch vorsorgende Finanzpolitik. Und lassen Sie mich ein Letztes sagen. Die Diskussion rund um die Beamtenbesoldung. Ja, Diskussionen mit betroffenen Beamtinnen und Beamten sind alles andere als einfach. Und ich verstehe jeden Beamten, der sagt, guck mal, im Nachbarbundesland gibt es gerade ein bisschen mehr als in Hessen. Umgekehrt hat die Beobachtung hessischer Beamten der Nachbarländer etwas geringer stattgefunden, als es genau umgekehrt war, aber geschenkt. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir erleben doch auch Diskussionen um uns herum. Wenn das einträte, was Sozialdemokraten propagieren, die große Bürgerversicherung unter der Chimäre der freien Heilfürsorge, das Abschaffen von Beihilfe und dem Privileg des Beamten, in die private Krankenversicherung zu können. Meine Damen und Herren, wenn das käme, würde sich mancher Beamte noch nach vielen Nullrunden sehnen, was das nämlich an Auswirkungen an die Krankenversorgung und Gesundheitsversorgung hätte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, bedarf es mit allen, ja, ich weiß, dass das Unruhe bei den Sozialdemokraten auslöst. Genauso wie, ja, lassen Sie mich da noch eines hinzufügen. So. Meine Damen und Herren, der Finanzminister hat das Wort, hat Geburtstag, lassen Sie ihm das Wort. So, und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, glaube ich, dass Beamte mit ihrer besonderen Treuepflicht gegenüber dem Staat einen Anspruch darauf haben, an gesellschaftlicher Entwicklung teilzuhaben. Zu dieser Teilhabe gehört aber nicht nur der Besoldungszuwachs, sondern wenn wir an eine Situation sehen, in der gerade der Krankenversicherung und manche Diskussion über die zukünftige Gestaltung der Altersversorgung jedenfalls der Beamte darauf ein Stück gelassener schauen kann als der in der freien Wirtschaft in den gesetzlichen Sicherungssystemen verankerte, dann glaube ich, gehört das am Ende zum Gesamtpaket. Dass die Betroffenen das anders sehen müssen, weil der Teil, den ich beschrieben habe, ja dort ein Stück auch als Selbstverständlichkeit wahrgenommen wird,
dann ist das doch klar, dass das in den Diskussionen eine Rolle spielt. Aber ich finde, in der politischen Debatte, in der Gesamtbetrachtung, auch von vielen Menschen außerhalb des öffentlichen Dienstes, die auf die Beamtenschaft schauen, ist es notwendig, darauf hinzuweisen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und eine letzte Bemerkung gestatten Sie mir noch sozusagen als Geburtstagsgeschenk über meinen Redezeitkontingent hinaus. Ich bin den Kollegen Dr. Arnold und Kaufmann sehr dankbar für die Anregung, das Investitionsprogramm des Bundes ein Stück durch ein eigenes Landesprogramm zu ergänzen, um auch eine Chance zu haben, sehr zeitnah in den kommenden 2, 3 Jahren einen sehr, sehr deutlichen dreistelligen Millionenbetrag in die hessische Schulinfrastruktur zusätzlich unbürokratisch investieren zu können. Das ist ein vernünftiger Beitrag für Investitionen in unsere Zukunft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Minister, herzlichen Dank. Das Wort hat der Abg. Schäfer-Gümbel, Fraktionsvorsitzender der SPD. Bitte sehr. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrter Herr Schäfer, herzlichen Dank für Ihre Anmerkung. Ich würde gerne 5 Punkte kurz aufgreifen nach dem, was Sie auch gesagt haben. Erstens zum Thema politische Kultur. Ich bin da sehr bei Ihnen. Ich bin da sehr bei Ihnen, wenn es darum geht, in der Tat dafür zu werben, dass das, was gemeinsam erreicht wird und an der ökonomischen Situation, die vorzüglich ist, insbesondere mit Blick auf die Einnahmesituation in den öffentlichen Haushalten, da haben in der Tat extrem viele mitgewirkt, vor allem die Arbeitnehmerinnen und Unternehmer, die Gesellschaft, natürlich auch politische Rahmenbedingungen, die gestellt wurden, manchmal mit großen Verwerfungen. Aber natürlich ist das eine gemeinsame Kraftanstrengung gewesen, die jetzt Früchte trägt, die aber auch ein paar Nebenwirkungen hat, über die wir derzeit auch reden. Und wenn wir uns einig sind, dass wir das in der Tat so in Zukunft machen, dann freue ich mich sehr darauf. Dann ist nur meine herzliche Bitte, dass das auch für Sie selbst gilt. Und nicht immer nur der Eindruck erweckt würde, als wären Sie sozusagen der Primus inter pares, der alles richtig macht, der sozusagen für alles allein verantwortlich ist und der Rest der Welt eigentlich von nichts versteht, außer Sie. Wenn wir uns darauf verständigen, dann sind wir uns ganz schnell einig. Das gilt auch für eine ganze Reihe von gemeinsamen Anstrengungen, die wir hier in den letzten Jahren gemacht haben. Dazu würde dann auch gehören, dass Ihre wie eine Monstranz vor sich hergetragene 1,2 Milliarden € für den Wohnungsbau in dieser Periode ganz erhebliche Bundesanteile drin haben und man nicht immer nur erklärt, dass man es alleine ist. Auch das gehört dann zur politischen Kultur dazu. Und der dritte Teil ist, das will ich dann am Ende auch sagen, Sie hätten hier nicht erlebt, Herr Schäfer, dass wenn es im letzten und im vorletzten Jahr Schwierigkeiten gegeben hätte mit der Haushaltssituation, das sage ich jetzt vor allem für meine Fraktion, für die anderen kann ich da nicht sprechen, dass die SPD-Fraktion hier im Hessischen Landtag mit Blick auf die besonderen Herausforderungen in den letzten 2 Jahren sie für diesen Teil gescholten hätte. Wir haben im Sommer 2015 dem hessischen Ministerpräsidenten ausdrücklich angeboten, dass wir alles, was mit dieser Frage zusammenhängt, mit der Flüchtlingsintegration, mit der Flüchtlingsaufnahme, alles vor den politischen Streit ziehen, vor die Klammer ziehen und uns da nicht kritisch miteinander auseinandersetzen. Kein einziges Mal. Deswegen hätte es keine Debatte um Rücklagensituationen oder sonst etwas gegeben, weil wir uns klar committed hatten in diesem Haus. Im Übrigen um einen hohen Preis für unsere politische Profilbildung. Als Sozialdemokratie und als Opposition in diesem Landtag haben wir dafür einen hohen Preis bezahlt. Wir haben aber gesagt, gesellschaftspolitisch ist es uns so wichtig, dass wir an der Stelle Sie nicht permanent mit den Sachen, die nicht gut laufen, konfrontieren. Sondern wir haben das alles in den informellen Runden geklärt mit Herrn Wintermeyer und anderen. Und deswegen, den Vorhalt lasse ich hier nicht gelten. Wir haben hier ziemlich viel in das Thema politische Kultur eingezahlt als Sozialdemokratie. Wir wären dankbar, wenn das irgendwann einmal von Ihnen zur Kenntnis genommen würde. Der zweite Punkt, und ich will das ausdrücklich aufnehmen, ich will an einer Stelle Norbert Schmidt korrigieren. Sie haben natürlich eigene Beiträge zur Haushaltskonsolidierung geleistet.
und das ist vor allem die Nichtweitergabe des Tarifergebnisses an die Beamtinnen und Beamten. Nullrunde in 2015, 1% in 2016, angekündigt in 2017 wieder 1%. Das ist Ihr Beitrag gewesen zur Haushaltskonsolidierung. Den haben Sie politisch so entschieden. Da haben etliche von Ihnen vor der Wahl etwas anderes zu gesagt. Und es hat auch im Herbst 2013 in Gesprächen zwischen uns eine Rolle gespielt, Herr Schäfer. Und wir waren uns auch einig, dass es anders geht, und zwar auf der Grundlage Ihrer Berechnungen, von niemand anders, dass es anders geht. Darüber waren wir uns in Gesprächen einig. Sie haben eine politisch andere Entscheidung getroffen. Das ist etwas, was Sie mit Mehrheit so tun können. Ich will nur darauf hinweisen. Und der letzte Punkt, vorletzte Punkt, Bürgerversicherung. Sie wissen selber, dass das ist Teil Ihrer Kampagnenplanung völlig okay, dass das alles in der Sache falsch ist. Ich will allerdings zu Ihrem letzten Hinweis etwas sagen. Dass Sie am Ende sozusagen mit den Nebenbemerkungen ankündigen, dass das, was Sie seit 8 Wochen im Hintergrund vorbereiten, nämlich ein zweites Investitionsprogramm für die Schulsanierung, das sozusagen jetzt hier den Nachtragshaushalt abzulehnen, aber dann über einen anderen Gesetzesweg dasselbe vorzuschlagen, das ist wieder Teil der politischen Unkultur. Ich will es einmal ausdrücklich benennen. Und das, Herr Schäfer, wird nichts daran ändern. Das wird nichts daran ändern, dass wir in der Sache das richtig finden, weil wir beantragen das ja so. Aber ein einziges Mal von Ihnen zu erleben, dass das, was Sie hier an politischer Kultur predigen, auch machen und mit uns das entsprechend gemeinsam auf den Weg bringen, das würde uns sehr freuen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Schäfer-Gümbel. Das Wort hat der Abg. Boddenberg, Fraktionsvorsitzender der CDU. Herr Präsident, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, nur einige wenige Anmerkungen, weil Sie noch einmal einige grundsätzliche Bemerkungen gemacht haben zu dem Miteinander hier im Raum. Also, ich glaube, zunächst einmal sollten wir uns wahrlich darauf verständigen, dass wir insbesondere in Fragen der Interpretation von Zahlen denn irgendwann einmal, zumindest in der Haushaltspolitik, feststellen, dass Zahlen, die dort verankert sind, eigentlich nicht zur Disposition der Diskussion stehen sollten, weil das sind Haushaltszahlen. Ich habe ja heute selbst ein Beispiel erlebt. Der Kollege Hahn spricht über einen Zeitraum von 3 Jahren und eine Mehreinnahme von 5 Milliarden. 5 Milliarden oder 5 Jahre. Ich gehe danach hierher und erkläre, was in einem Jahr zusätzlich an Kosten auf uns zugekommen ist, und muss mir dann im Gegenzug anhören, dass ich dort eine Fehlrechnung vornehme. Also so merkwürdig, wie heute hier diskutiert worden ist, habe ich es selten erlebt, wenn es um die Frage geht, Stilfragen miteinander umgehen und wahrhaftig bleiben. So, Kollegen, und ich will einen anderen Punkt nennen. Ich weiß nicht, wann wir jemals versäumt hätten, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, darauf hinzuweisen, dass wir froh sind, dass in diesen großen Fragen der Asyl- und Flüchtlingspolitik die Opposition, insbesondere die SPD, auch mit im Boot war. Ich vergesse jedenfalls bei keiner Gelegenheit, darauf hinzuweisen. Ich will das hier nur noch einmal sagen. Das steht auch außer Frage. Und da sind wir auch bis heute sehr dankbar. Und ich glaube, es war auch im Sinne der Sache. Aber wenn Sie von eigentlich ja der Frage des redlichen Umgangs gesprochen haben, dann will ich, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, dann will ich zum Schluss schon noch einmal eins auch feststellen dürfen. Die Opposition hat an vielen Stellen der Landespolitik kluge Vorschläge, häufig kluge Vorschläge, die ich auch teile in der Sache. Die Opposition aus SPD und Linken und manchmal auch FDP kommt mit diesen Vorschlägen aber immer nur zur Hälfte um die Ecke, vergisst, wenn es darum geht, mit diesen klugen Vorschlägen auch über Ausgaben zu reden, vergisst uns zu sagen, wo wir denn die Finanzierung jeweils hernehmen. Und ich habe Ihnen schon ein paar Mal, ja, Sie nicht, weil Sie verdoppeln die Steuern und weiß der Teufel was, das ist aber geschenkt, das ist ja eine blasse Theorie. Deswegen gehört zur Redlichkeit der Debatte, und das meine ich jetzt wirklich ernst, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, dass wir uns vielleicht auch darauf verständigen, wenn wir uns künftig über Politiken des Landes unterhalten, die mit Geldausgeben zu tun haben, dann liefern Sie bitte auch die Gegenfinanzierung. Dann haben wir einen Streit nicht um Zahlen, die dann auf dem Tisch liegen,
sondern haben wir einen Streit um die Sache. Sie haben eben selbst das Thema Personal angesprochen. Sie müssen halt, wenn Sie ständig durchs Land laufen und den Beamten erklären, dass es Ihnen vermeintlich so schlecht geht, wir haben, glaube ich, das gestern an vielen Stellen völlig widerlegen können, müssen Sie doch die Antwort darauf geben, wie Sie denn Haushaltskonsolidierung betreiben wollen, wenn die Personalkosten insgesamt rund 50% des gesamten hessischen Landeshaushalts ausmachen und Sie diesen Teil ausnehmen wollen. Das müssen Sie doch dann bitte irgendwann einmal beantworten. Und eine allerletzte Bemerkung, Herr Schäfer-Gümbel. Ich weiß ja nicht, mit welchem Ohr Sie bei den Koalitionsrunden von CDU und GRÜNEN dabei sind. Aber wir haben das Thema Kommunales Investitionsprogramm 2 vor wenigen Tagen Anfang dieser Woche in dieser Koalition besprochen. Und über die Frage habe ich dann natürlich auch mit meinen Abgeordnetenkollegen gestern in der Fraktionssitzung gesprochen. Und ich glaube, heute ist ein guter Vorschlag gekommen. Sie sollten nicht den Eindruck erwecken, als würden wir hier eine Inszenierung veranstalten. Wir haben ein ganz normales fraktionsinternes, koalitionsinternes und demokratisches Verfahren, Herr Schäfer-Gümbel. Also, das mit den Inszenierungen erleben wir ja zurzeit an anderer Stelle in der Bundespolitik. Darauf kommen wir noch zurück. Also, wir verständigen uns ab sofort darauf. Immer dann, wenn Sie mit einem Vorschlag um die Ecke kommen, bringen Sie die Finanzierung mit, und darüber können wir dann trefflich streiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Boddenberg. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die Debatte beendet. Es wird vorgeschlagen, die drei Anträge 27, Top 15 und Top 22, alle drei Anträge dem Haushaltsausschuss zu überweisen. Das trifft die allgemeine freudige Zustimmung. Wird das so gemacht und ist so beschlossen.